Hallo und willkommen. Willkommen zurück im Ödland. Und wir. Ach ja, jetzt war. Jetzt weiß ich ja, wo wir standen. Wir stehen auf einer Klippe und werden fast heruntergesammelt. Und zwar hatten wir uns irgendwie, mal gerade gucken, bei den Daten, ja. Freilichtkino, Bus, Niveau, Arifu. Wir hatten doch, wollten doch. Nein, wir waren doch diese drei Punkte am Abgrasen. Das war die Station, Hammett Schlupfwinkel. Und das Freilichtkino und hatten irgendwie gar nichts gefunden. Das war hier oben noch. Ja, mein Fehler. Und suchen immer noch diese Familie. Und wundern uns gerade. Nee, was da unten. Aber. Was das hier ist. Oh, wenn ich jetzt hier runterhüpfe. So. Sind wir erstmal unten. Denn oben war irgendwie nichts mit Hamilton. Ich sehe hier gar nichts. Was ist denn das für Viehzeug? Hier ist doch irgendwas Rotes. Hamilton Schlupfwinkel. Okay. Irgendetwas Rotes eiert hier rum. Ich weiß nicht was. Extrem sind es auch noch wieder so ein paar hutzlige Ratten. Na klar sind's. Was ist das? Ja, ja klar sind's die blöden Ratten. Ja. Ein Moment. Wartet einmal, Mädels und Jungs. Ich hatte doch diesen wunderschönen Stick. Der immer so wunderschön gegen Ratten hilft. Ja, komm du auch nachher. Brav. Oh! So. Da war noch eine. Und du auch. So. Genau. Wir standen jetzt erstmal hier dumm rum und haben jetzt drei von den Ratten erledigt. Und schauen eigentlich nach. Wo hatten wir denn unsere Flinte? Hier auf 3. Dann hatten wir nachgeguckt. Oh, ist das Hamilton? Aber man kommt hier in seinen Schlupfwinkel rein. Das ist die Frage, was finden wir jetzt hier drinnen? Eine Blechdose. Leere Colaflasche. Bis jetzt sieht's ja auch noch halbwegs vernünftig an, aber als vernünftiger Mensch machen wir eine kurze Zwischenspeicherung, bevor wir uns jetzt hier runter eingeben und hoffentlich nicht wieder über 1000 dämliche Ameisen stolpern. Okay. Sieht nicht wirklich einladend aus, aber das hat wenigstens einen vernünftigen Wert. Das nicht. Das nicht. So. Ach, was hören wir denn hier? Was liegt hier unten rum? Kann man da nichts aufnehmen? Ach, du ahnst es nicht. Das hoffe ich nicht, dass das so ein Riesending ist. Haben wir überhaupt eine lokale Karte für... Daten, lokale Karte. Da sind wir hergekommen. Ich finde es nämlich immer so klasse, wenn man dann absolut...
super. Und gleich sind wir tot. Ja, vielleicht sollten wir doch, bevor wir hier unten rumstürmen, etwas die 10mm Pistole nehmen, obwohl die leider auch nicht mehr viel Schuss hat. Gut, machen wir erstmal etwas Gesundheit. Was einzusehen ist, aber hier von dem Zeug können wir da noch einiges reinballern. Nuka-Cola haben wir auch noch. Wie sieht's denn aus? Halbwegs. Ne, da sind wir reingekommen. Da sind wir reingekommen. Da sind wir jetzt reingekommen. So. Sicher, dass wir hier reingekommen sind? Ja. Sicher, hier war dann noch irgendwo der Werkzeugkasten. Das Sensormodul nehmen wir wieder mit. So, und jetzt kam von hier der verfickte... wo ist er? Knuspel, Knuspel, Knuspel. Ich bin schon ganz nervös. Okay. Haben wir hier irgendetwas Spannendes? Öffnen Spind. Schachtel Zigaretten. Ist jetzt auch nicht der Brüller. Kaffeetassen. Yay! Leer! Na, noch ist er nicht da. Der Blöde. Aber da könnte... Jawohl. Zwei Stimpacks. Die wir natürlich umgehend mitnehmen. Leere Kiste. Warum finde ich eigentlich immer nichts? Das geht mir nicht in die Birne rein, aber wenn ich sowas hier wie das hier gerade ausgrabe... Werkzeugkasten. Ein Pümpel. Ein Pümpel für 1 Euro. Och Leute, Leute, Leute. Warum liegen hier keine Waffen? Man könnte ja gerade meinen, ich bin der Einzige. Ja, mit dem Hammer. Eine Kronkorkenmine. Oder aktivieren Werkbank. Keine. Man könnte ja gerade meinen, ich bin der Einzige, der mit Waffen rumläuft. Gibt's doch nicht. Alles, hier ist nichts. Hier ist schlicht und ergreifend nichts. Leer, hatte ich den da oben? Ah, elektrischen Leiter. Noch ein Sensormodul. Spind. Kaffeetassen. Spind leer. Wozu gibt's diese Unterschlüpfe und solche besonderen irgendwelche... Ja, ist ja wohl eher ein Gimmick. Wenn dort einfach nichts vorhanden ist. Die Kiste kann ich noch nicht mal nehmen. So, was haben wir jetzt hier? Hier geht's immer weiter und tiefer runter. Was irgendwann zur Folge hat, dass ich vermutlich nicht... Oh nee, jetzt habe ich mich hier festgehangen, oder was? Leck mich doch am Arsch! Ja. Keine Munition mehr? Oh nee, oder? Gut, dann werden wir mal auf die... Nee, dann nehmen wir mal die Schrotflinte. Das war jetzt aber auch echt übel, weil ich mich auch noch ausgerechnet... Hier ist doch schon der nächste, oder? Ja, sie sind angeschlagen. Okay, wir machen uns erst einmal hier
etwas leicht nach draußen. Denn wir sehen schon mal hier erstmal nicht gut aus. Und ich denke auch wirklich momentan, wir finden nichts. Scheiß. So. Jetzt haben wir die drei Todeskrallen. Haben Stimpacks verballert. Oh, yay. Da hauen wir erstmal die Nuka-Cola rein. Und das hauen wir rein. Ach nee, schmutziges Wasser. Machen wir wenigstens zwei Stimpacks. Dass wir wieder gut aussehen. Hier haben wir 89 Schuss. So, irgendwie hat mir aber auch dieser... Wir sollten doch... Ich verstehe das nicht. Nee, die können ja nicht raus. So, jetzt haben wir Hamilton Schlupfwinkel. Moment, so, was war der jetzt? Müssen wir nochmal gucken auf der Weltkarte. Die hat er uns doch angegeben in Arefu, oder? Es geht mir nicht in die Birne rein. Geht mir nicht in die Birne rein. Vault 106, ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht in Arefu. Und da ist noch das Kino. Er hatte uns doch gesagt, dass die drei Möglichkeiten vorhanden wären für die Familie. So, jetzt sind wir alle drei abgegangen und haben festgestellt, in keiner von dreien ist was. Da frage ich mich ernsthaft, wo sollen die sein? Was haben wir denn hier oben? Kann mir da auch gar nicht. Ihr knuspelt und ruspelt schon wieder. Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, dass diese Familie allen Ernstes. Ah ja, okay. Ich denke aber mal, dass das. Ah, das ist ein komischer Mirlook. Und das ist mal wieder ein schöner Skorpion. Warum zur Hölle? Oh! 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 Oh. Sag mal, schießt doch einer auf uns. Ja, und zwar wie schießt da einer auf uns? Ja, wir haben das Freilichtkino entdeckt und sind aber auch gleich tot. Weil irgendeiner ganz kräftig auf uns ballert. Gegenstände. Da sollten wir jetzt erstmal Stimpacks nehmen und uns dann vielleicht mal umschauen. Da hinten schießen. Und ich denke die ganze Zeit, dass der dämliche, ja, der auch noch, jo Leute, was denn das? Was auch immer es war, es hatte eine dermaßen große Waffe. Ja. Dass ich damit relativ wenig Chancen habe, auch nur ansatzweise klarzukommen. Jetzt kann ich nochmal hoffen, dass es nicht direkt hinter mir her ist. Weil ich momentan sowieso nicht weiß, wo ich hin muss. Und mal kurz in die Daten gucken. An sich wollte ich nach Arefu, da oben hin. Ja, ja, ich will mich auch nicht schneller fortbewegen. Verschieben nach... Dahin will ich verschieben. Entfernen. Ja. So. Oh, leck. Oh, was? Ach, das sind doch wenigstens nur Raider.
Waffenproblematik von mir. Und dauernde. Dauernde Problematik. Die haben natürlich auch keine Waffen dabei. Ist klar, ne, ist schon klar. Hm, Baseballschläger. Wo war jetzt der andere Simbel? Vor allen Dingen, weil mir da viel mehr da vorne. Der Typ mit seiner Gatling Gun. Oh, was ist das? Ja, ganz wichtig. Wir haben alles Baseballschläger und sonstiges dabei. Aber ja nicht irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Was sind das hier eigentlich? War das hier Arifu oder? Nee, das war doch, glaube ich, wo ich runtergekommen bin. Da hinten ging es aber dann auf die Brücke. Ja, jetzt haben wir immer noch nicht diese Familie gefunden. Also das war die Straße. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich in eine Mine flitze. Hier sind wir runtergekommen. Tja, jetzt haben wir zwar das Freilichtkino. Sag mal, bin ich hier irgendwie irgendwie was verdampft? Oder, nee, Stats. Status. Okay, das können wir mal wieder reparieren. Was haben wir? Red. Machen wir mal einen Red Away. Noch ein Red Away, das ist okay. So, die Strahlenkrankheit. Aber im Moment sieht so aus, als wenn wir in keinem dieser Orte die Familie vorgefunden hätten. Und ich muss sagen, momentan im Freilichtkino, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das mit irgendeinem Supermutanten... Ich dachte die ganze Zeit, dieser blöde Skorpion ist noch hinter mir her, dabei ballert der alles auf mich. Ja, man sollte sich dann doch ab und zu mal umgucken. Und, aber wie komme ich jetzt weiter? Ich muss jetzt erstmal verkaufen. Ich muss jetzt erstmal verkaufen. Ich will mal gucken, ob wir wenigstens hier in der Weltkarte... Wir haben ja das hier oben gespeichert. Ja, möchte ich jetzt erstmal und will jetzt sehen, dass ich erstmal verkaufe. Weil ich habe ja nicht viel abgreifen können da. Suchen Sie den Bürgermeister oder den Sheriff? Ach Mann. Lukas. Er kommt mit den Wolken. Ach, da hätte ich glaube ich auch da oben. Ja, da kommt mit den Wolken. Kommt mit den Wolken. Yeses. Also das mit der Familie, das ist mir ja noch irgendwie ein bisschen... Aber wir können doch, glaube ich, auch den einen Dings hier abgeben, oder? Haben wir das schon gemacht? Moira. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Prima. Ja. Sie haben es nur an ein paar davon getestet? Ach, na schön, das wird schon genügen. Ja, und? Freut mich. Wie funktioniert mein chemisches Abwehrmittel? Traumhaft sauber und sicher, oder? Ja. Oh, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Diese armen, kleinen Maulwurfsrättchen mit ihren kleinen Näschen. Das ist ja schrecklich. Das heißt dann wohl zurück als Zeichen für dieses Abwehrmittel. Ich frage mich, ob ich daraus Benzin machen kann. Egal, ich nehme es. Aber als kleines Dankeschön, nehmen Sie die Medikamente, die von meinem Abwehrmittel übrig geblieben sind. Irgendwann werden Sie sie brauchen. Ja, ach, zweimal Chat. Ah. Wir wissen gut, nicht ich brauche weitere Recherchen. Wie gefährlich sie sind. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Ich frage ungern, aber ich muss die Auswirkungen schwerer physischer Traumata untersuchen. Natürlich kann ich die Probanden danach wiederherstellen. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon wollen Sie überprüfen? Ich werde mich dafür hassen, aber wie wäre es mit dem Behandeln der Verletzungen? Nun ja, ich komme nie dazu, schwer verletzte Leute zu untersuchen, ohne dass sie gleich nach medizinischer Hilfe schreien, verbluten oder so. Sie halten offensichtlich sehr viel aus. Falls ich also je etwas über Anatomie und Resistenz suchen sollte, werden Sie mein Anschauungsobjekt sein. Wenn Sie wieder einmal schwer verletzt werden, dann kommen Sie hierher zurück, damit ich Sie untersuchen kann, bevor ich Sie verarzte. Ich will damit sagen, Sie werden sich doch sowieso verletzen, nicht wahr? Davon ist leider auszugehen, ja. Und irgendwann werde ich wohl verletzt werden, dann kann ich genauso gut hierher kommen.
Wow, was für ein großartiger Assistent Sie sind. Das nenne ich echte Hingabe. Durch Selbstverletzung zu demonstrieren, wie man Schmerzen aushält. Wow, kommen Sie mit ein paar ernsthaften Verletzungen, vielleicht ein paar Verkrüppelungen zurück, damit ich Notizen machen und Sie wieder kurieren kann. Ich werde hier mit kiloweise Bandagen auf Sie warten. Also, holen Sie sich ruhig ein paar grässliche Verletzungen. Und seien Sie vorsichtig, ja? Ja, es ist okay. Ich brauche jetzt mal sehen, was es im Angebot gibt. Was darf es denn sein? So, was haben wir denn hier zu verkaufen? Das kann weg. Das braucht man nicht. Den Flammenwerfer haben wir eigentlich auch eingesetzt. Ja, das gibt eh nix. Null, weil man es nicht... die Kronkorkenminen, die Laserpistole war Schrott. Sturmgewehr haben wir momentan keine Munition. Das ist okay. Was haben wir eigentlich für Zeitungen? Da muss ich mir eigentlich mal angucken. So, weg mit den Leitern. Große Whiskyflasche, weg. Die Haarklammer natürlich nicht. Eine leere Whiskyflasche. Die Zigaretten alle weg. Okay. Tja, weiß ich nicht. Das Trinkglas kann natürlich weg. So, dann wollen wir erstmal gucken, was hat sie denn im Angebot? Ich will keine Waffe, ich will Munition für Waffen. Was? 32 Kaliberschuss ist alles, was sie im Angebot hat? Gute Eure. Ja, danke. Ich muss jetzt gehen. Sterben Sie mir nicht. Also das kann ja irgendwie nicht sein. Da müssen wir uns jetzt mal irgendwas... Wir laufen jetzt allen Ernstes rum und haben jetzt... keinen. Für die haben wir noch 67, für die Flakfälle 70. Tja. Wo kriegen wir jetzt bitte sehr Munition... her. Alternativ wäre es natürlich auch, wir machen uns auf den Weg hier mal in dieses, in den Tenpenny Tower. So, was hatten wir hier oben? So, das Freiluftkino. Das haben wir zumindest mal erreicht. Da werden wir aber auf alle Fälle noch gucken. Aber ich habe Angst, dass da oben noch der Typ ist. Back in Breakfast. Das kann doch nicht sein. Okay, beim nächsten Mal müssen wir auf alle Fälle mal sehen. Wir werden nochmal dieses Freiluftkino in irgendeiner Form zurückkehren und hoffen, dass wir diesen Mutanten nicht noch einmal über den Weg eiern. Die Paräder sind jetzt nicht ganz so dramatisch, aber müssen wir wirklich mal zu irgendeiner Waffe kommen. Also das habe ich ja nicht erlebt. Also ewig und drei Tage. Wir finden irgendwelche Höhlen, wir knallen irgendwelche Räder ab und die haben also Baseballschläger und Sensormodulen. Und wir finden weder Munition noch irgendwas Sinnvolles. Das kann doch einfach absolut nicht sein. Das kann ich nicht bekommen. Aber den Kopf machen wir uns das nächste Mal. Für heute danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Bye bye und ciao. Irgendwie waren wir die ganze Folge auf der Flucht. Erst vor einem Skorpion, dann vor einem Supermutanten, dann vor den Raidern. Irgendwo zwischendurch kam noch Django mit der großen Gatling Gun. Aber mal wieder vorangekommen sind wir nix, geschweige denn, dass wir was gefunden hätten. Also so kann das nicht weitergehen. Überlegen wir ernsthaft, ob wir uns nicht vielleicht doch mal zum Tenpenny Tower durchboxen sollten, um die Sache hier endlich mit Megaton zu Ende zu bringen. Denn kaufen oder irgendwas gewinnen kann ich irgendwie in diesem Ort nicht. Aber das und weitere Überlegungen erst beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.